So, da haben wir wieder den nächsten Vlog. Wir sind jetzt am Düsseldorfer Flughafen. Wir sind zu dritt unterwegs. Giuseppe hat es auch geschafft und es geht mal wieder nach ein kleiner Kurztrip nach Dubai. Wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wird auf jeden Fall gearbeitet, werden einige Kampagnen gedreht und natürlich auch ein bisschen die Sonne genossen, um so ein bisschen dem Winterwetter nochmal zu entfliehen. Ich war ja im Dezember schon dort und so 2 Monate im Regen hat mir wieder gereicht, ehrlich gesagt. Und ja, fliegen heute wieder mit Emirates. Auf jeden Fall eine geile Sache. Also, wie kann das sein, dass du ein falsches Hotel gebucht hast, Giuseppe? Erklär mal, was dir passiert ist. Was mir passiert ist, der liebe Maxim hat mir einen Hotellink geschickt von Booking.com. Und ja, dann habe ich nur den Namen gesehen, Voco Hotel Dubai. Und die Booking-Suche schickte leider nie das richtige Hotel. Habe ich das erste beste Voco genommen. Natürlich, weil ich Macher bin, direkt gebucht. Und es hat sich herausgestellt, es ist das Falsche. Und das ist 20 Minuten vom anderen entfernt. Also würdest du sagen, Booking-Aktie lieber nicht? Also Booking-Aktie würde ich nach der Aktion nicht mehr empfehlen. Schon direkt den Tom, der sich hier beschwert und sagt, ja, er hat in Booking investiert. Das ist rufschädigend für die Aktie. Warum hast du in Booking investiert? Ja, weil es ein zukunftsträchtiges Unternehmen ist, weil ja alles online abgewickelt wird zukünftig. Was sagt die Booking-Aktie? Wie sieht die Performance aus? Ich finde hier Booking nicht mehr. Ah. Aber ich weiß, dass ich investiere. Ah, Booking. Booking, ja. Da haben wir 4,3K drin. Immerhin. Okay. Dürfen wir das filmen? Ja. Ja, komm, hier, Datenschutz ist eh egal. Seit Kauf 40%. Nice. Wann hast du gekauft? Nach oben. 40% Rendite seit... keine Ahnung. Seit wann, weißt du nicht ungefähr? Corona-Krise oder ein so? Jahr. Ein Jahr, 40%. Lohnt sich. So, wir sind jetzt auf jeden Fall erfolgreich gestartet, zum Glück. Giuseppe ist auch da, er hat es auch geschafft, Tom ist auch am Start. Man muss echt sagen, Emirates, ja, bietet einem echt einen schönen Komfort. Also man fühlt sich wie zu Hause, ich habe auch die Emirates-Socken an. Und hier wird jetzt alles aufgebaut, Getränke, echt eine geile Lounge. Also, was sagst du bisher als Fazit? Warte. Der Giuseppe war natürlich jetzt ein bisschen... abgefuckt, ne, und falsches Hotel gebucht und sowas, ne. Muss jetzt noch ein neues Hotel buchen, aber was sagst du? Business lohnt sich? Definitiv, also auch erstmal Business Class für mich, Maxi mich zu überzeugt, muss sagen, absolut genial, Feeling und Spaß. Aber du warst jetzt auch länger nicht in Urlaub, ne, also du warst wie ja. acht Jahre oder sowas? Ne, also ich war vorletztes Jahr im Urlaub, so. Ja, aber davor war ich ein bisschen länger nicht so richtig im Urlaub. Deswegen, okay. Ja. Aber hat das irgendwelche Fokusgründe gehabt? Hast du erstmal so gehustelt und dann... Ja, ich habe einfach viel Business gemacht und Urlaub, ich bin so ein Mensch, ich brauche gar nicht so viel Urlaub, weil ich mache eh jeden Tag so, worauf ich Bock habe, in Deutschland auch. Aber natürlich mal was Neues sehen, ist auch gut für Inspiration, ein bisschen wieder Horizont erweitern. Ja. Das ist auf jeden Fall nice, ja. Aber das ist jetzt so das erste Mal außerhalb von Europa, ne? Außerhalb erstmal von Europa, erste Mal, ja. Das dann direkt hier mit uns, das ist eine Ehre, ja? Sehr, sehr geil. Was sagst du? Business auch erstes Mal? Lohnt sich definitiv. Also Maxims Empfehlungen kann man vertrauen. Erwartung wurde nicht enttäuscht. Das ist es. Vertraut meine Empfehlung. Also man muss wirklich sagen, der Unterschied zwischen dem letzten Flug, den ich mit Etihad gemacht habe, das war, glaube ich, auch mit einer Boeing-Maschine. Und jetzt im Unterschied hier mit dem A380 von Airbus und natürlich auch mit Emirates ist wirklich unfassbar. Na, also hier vom Platz her ist es eigentlich relativ gleich, muss man sagen. Ich bin jetzt gerade übrigens Fußball am Gucken. Aber vom Service und so vom Ambiente ist halt wirklich unfassbar. Und vor allem auch die Lounge, ne, also hier hinten quasi, ist einfach eine Lounge, wo man sich hinsetzen kann, was halt mega cool ist. Also es ist wirklich unfassbar. Da euch natürlich auch immer solche Preise interessieren, was hat das jetzt gekostet? Die Flüge generell haben quasi Economy, glaube ich, 650 hin und zurück gekostet, was ja sehr, sehr günstig ist, ne, für so einen Langstreckenflug nach Dubai. Und jetzt konnte man für hin upgraden für 700 Euro. Und was ich auf jeden Fall fair finde, klar ist viel Geld, aber man hat hier, wie gesagt, ein 3-Gänge-Menü, was jetzt serviert wird. Man hat alle Extras, allen Komfort. Und ich finde das echt cool. Das ist jetzt mein zweites Mal Business und ich muss echt sagen, es rundet den Urlaub richtig ab. Weil man kennt es halt, man fährt in den Urlaub,
Und die Hinreise, ja, ich sage jetzt nicht, wenn man 2-3 Stunden irgendwie nach Griechenland fährt oder fliegt, eher gesagt, da braucht man sowas nicht. Aber wenn man so 6-7 Stunden fliegt, ist das halt echt top. Ne? Gleich mache ich mir dann hier quasi, wie man hier sieht, das Bett dann fertig, kann dann auch einfach schlafen und komme dann quasi einfach fit an, was natürlich super cool ist. Ne? Und ja, dafür lohnt sich das Ganze, ist wirklich eine echt schöne Sache. Und man muss vor allem aber auch immer dankbar sein, dass man solche Sachen überhaupt machen kann und solche Sachen auch wirklich genießen. Wenn man anfängt, in Aktien zu investieren, jahrelang dranbleibt und es einem finanziell besser geht, darf man halt niemals vergessen, wo man herkommt. Man darf diese Sachen halt nicht als selbstverständlich sehen oder anfangen, unbewusst zu leben. Das ist ganz, ganz schlecht. Dann wird man halt, ja, dann lebt man nicht mehr im Moment. Man findet alles, es muss immer mehr und mehr werden. Und das ist ganz wichtig, dass man dankbar bleibt, dankbar ist und auch die schönen Seiten, die man dann halt sich ermöglichen kann, wirklich genießt und zu schätzen weiß. So, wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen im Hotel, alle noch ein bisschen müde. Wir haben jetzt, wie viel Uhr haben wir eigentlich? 8 Uhr oder sowas? 20 vor 9 sogar, ja. Aber hier ist ja 3 Stunden nochmal Zeitverschiebung quasi, wir sind 3 Stunden vor. Und ja, wir sehen hier den lieben Giuseppe, der gerade versucht zu klären, dass er sein falsches Hotel gebucht hat. Und versucht das jetzt umzubuchen, bin ich auch mal gespannt. Aber der Service hier halt ist in Dubai halt immer ganz anders. In Deutschland würden die wahrscheinlich sagen, hast halt Pech gehabt, musst halt selbst gucken und hier wird sich halt ein bisschen eingesetzt für einen. Und das ist halt in Dubai halt generell, ne? Service in Restaurants, überall wo man eigentlich hingeht. Die Leute wollen einem helfen oder die wissen halt einfach, was Service ist. Ja, das heißt, wir kommen jetzt erstmal an, gehen jetzt gleich was frühstücken und hoffentlich können wir dann auch bald im Zimmer einchecken. So, nach dem Frühstück geht es auch direkt mal in einen schönen Spaziergang mit den Jungs. Auf jeden Fall immer sehr schön hier diese Promenade. Giuseppe hat zwar noch kein Zimmer, aber ist mittlerweile happy. Ja. Tom hat sein Zimmer. Ich habe ein schönes Upgrade bekommen. Das hat mich auch sehr gefreut, ohne dass ich gefragt habe. Sehr cool. Und ja, hier die ganze View ist halt sehr nice. Da hinten ist halt dieses Riesenrad. Ja, und erstmal ein bisschen Bewegung reinbringen, weil wir haben alle nicht viel geschlafen, sind dementsprechend natürlich ein bisschen müde, aber davon lassen wir uns natürlich nicht abhalten. Was machen wir jetzt auf dieser Dubai-Reise? Es sind 4 Tage, die wir hier sind. Wir haben auf jeden Fall einiges vor, einige Werbeanzeigen werden gedreht und der Tom, der sorgt ja dafür, dass ihr mich noch mehr seht, gerade auf Facebook, und das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja. Was steht heute noch sonst so an? Was denkst du, was noch so geht? Ja, wir gehen jetzt gleich mal vielleicht Richtung Zigarrenlounge. Dann habe ich überlegt, mal Dubai Mall abchecken, ne, und was Leckeres essen. Und heute Abend schauen wir uns mal hier in der Gegend um. So sieht's aus. Hier einen leckeren Cappuccino am Trinken. Downtown, richtig geile Aussicht. Sehr, sehr schön. Ja, das sind die kleinen Dinge im Leben. Wir nehmen uns jetzt hier einen leckeren Cheesecake, schön was zu trinken, genießen das Ganze. Wir haben jetzt sozusagen 25 Grad, sehr angenehm, echt eine angenehme Zeit, um auch nach Dubai zu kommen. So Januar, Februar, März, danach wird es schon wieder sehr, sehr warm. Ich war mal Ende März da, dann ist es immer schon so 36 Grad. Das ist schon immer sehr heiß bei der Luftfeuchtigkeit hier. Ja, reinspringen, ne? Ja, da ist der Abend, die Fontaine Show. Ist immer sehr, sehr geil. Top mal genießen. Kann man machen. Zack, da wurden auch schon die ersten Parfümkäufe gemacht. Aber nicht für Tom selbst, sondern für seine Freundin. Und Giuseppe auch. Der vloggt auch fleißig. Ja, man muss die Wirtschaft auf jeden Fall immer
immer unterstützen als Aktionär. So, bin auf jeden Fall fündig geworden, habe mal wieder für meine Parfumsammlung etwas Diversifikation reingebracht. Sehr, sehr geiler Duft. Ich liebe ja Parfum. Und immer dann, wenn ich direkt begeistert bin, wird das Parfum gekauft. Sehr, sehr geil. Giuseppe hat es auch gekauft. Hammer, ehrlich. Geil, ne? Hier Haifischbecken. Auch wild. So sieht der Aktienmarkt aus. Voller Haifische, voller kleiner Winselfische. Und du kannst selber entscheiden, ob du ein Hai bist oder so ein Mikrofisch. Der Tag neigt sich auch langsam dem Ende zu. Ich habe mir jetzt eben noch eine Massage gegönnt, auf ganz entspannt. Weil der Flug, der sitzt trotzdem immer, beziehungsweise das Nicht-Schlafen sitzt im Nacken, sitzt in den Knochen. Alles ist ein bisschen angespannt gewesen. Wir gehen jetzt noch was essen, spazieren hier auf der Promenade, die ja extrem schön ist, muss man sagen. Alles voller Palmen, richtig geiles Ambiente. Nicht zu viel los um die Zeit, perfekte Temperatur. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen und es wird auf jeden Fall noch ein zweiter kommen. Auch mit mehr Bezug auch nochmal auf den Aktienmarkt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.